Gerade noch rechtzeitig zum letzten Heimspiel der Saison kehrt SCD-HFK-Torhüter und Kapitän Jens Fortmann zurück auf die Platte. Nachdem er wegen eines Kreuzbandrisses mehrere Monate pausieren musste, steht am Sonntag für ihn und die Fans das große Comeback des Jahres an. Er ist heiß auf die Partie, vor allem weil sie vor heimischem Publikum stattfindet. Ja, natürlich sind Heimspiele immer was Besonderes und ich freue mich einfach darauf, in dieser Saison nochmal auf dem Feld stehen zu können und dann auch mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen und dann bei der Vorbereitung wieder neu anzugreifen. Mit den Rhein-Neckar-Löwen kommt eine echte Hausnummer in die Arena. Das weiß auch DHFK-Chefcoach André Haber. Trotzdem, auch der amtierende Tabellenvierte ist zu schlagen. Das hat vergangene Woche der Tabellenletzte aus Ludwigshafen gezeigt. Sie haben den Löwen eine überraschende 26-29 Niederlage zugefügt. André Haber warnt jedoch vor den Qualitäten der Gäste. Der Gegner ist ein sehr, sehr schwerer, weil er zu den Top-4-Mannschaften in Deutschland gehört. Und das wissen wir sehr wohl. Und trotzdem wollen wir, wenn sich uns eine kleine Chance auftut, dann wollen wir die auch gerne nutzen. Und wir verabschieden auch Jungs, die nicht bei uns im Verein bleiben. Und von daher wird es mit Sicherheit auch emotional. Und da glaube ich, dass unsere Mannschaft aber dort nochmal extra ein richtig gutes Spiel machen will. Es verlassen nicht nur Spieler den Verein. Auch auf Seiten der Zugänge sind die Planungen für die neue Spielzeit abgeschlossen. Jüngster und letzter Neuzugang ist Marco Marmitsch. Mit ihm kommt eine echte Kante nach Leipzig. Ja, Marco ist ein Spieler von internationalem Format. Es ist schön, dass sich ein Spieler von dem Format für unseren Verein entscheidet. Also er hat in der Deckung dort schon sehr gute Leistungen nachgewiesen. Und ich bin auch der Meinung, dass er im Angriff sehr gut spielen kann. Das kam in der Nationalmannschaft ein bisschen mehr zu tragen als im Verein. Und von daher freue ich mich sehr drauf, dass wir ihn nächste Saison bei uns im Kader haben. Auch Kapitän Jens Fortmann freut sich auf seinen zukünftigen Mitspieler, der beim SCD-HFK einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Ja, ich glaube, er ist 2,7 Meter groß, spielt sowohl in der kroatischen Nationalmannschaft als auch in Kielce viel in der Abwehr, möchte hier auch wieder mehr Angriff spielen. Ich glaube, wird auf jeden Fall dazu beitragen, dass wir uns weiter stabilisieren und mit ihm vielleicht auch dann den nächsten Schritt nach vorne machen. Für das Spiel am Sonntag sind rund 5.000 Tickets verkauft. Aufgrund der hohen Nachfrage wird es jedoch eine zusätzliche Stehtribüne mit etwa 400 weiteren Plätzen geben. Besucher der Partie können sich nach dem Spiel auf eine große Saisonabschlussfeier freuen. Für die Fans wird es neben Freigetränken auch Partymusik und eine Trikottombola geben. Mit einem Sieg gegen die Löwen könnte die Feier nach dem Schlusspfiff durchaus noch etwas ausgelassener ausfallen.